Kommst du? Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Wir müssen den Knoblauch stecken fürs nächste Jahr. Ich will doch noch den Wein probieren. Wie viele Gläser hast du schon probiert? Drei? Wie viele? Drei? Meinst du nicht, das reicht? Ich bin mir halt noch nicht sicher. Mensch, immer muss man dich überreden, wenn man was machen will. Du wolltest doch als Kind einen Hund haben. Ja, einen Hund, aber nicht einen inneren Schweinehund. Und hat er geschmeckt? Nee, nicht wirklich. Der ist ja auch noch nicht fertig. Ach so, das wusste ich nicht. Dann probiere ich ihn morgen nochmal. Hallo und herzlich willkommen beim kleinen Garten hinterm Haus. Heute stecken wir Knoblauch auf dem Balkon und wenn noch welcher übrig ist, im Hochbeet. Ey Mann, hab ich den Wein probiert oder du? Das steht doch alles im Titel, das sehen die Leute doch. Neulich hatte ich in den Kommentaren bei einem Garten-YouTuber gelesen, dass es zu wenig Tipps für Balkongärtner gibt. Ich hoffe, du schaust heute zu und ich kann dir etwas helfen. Denn Knoblauch kann man auch prima auf dem Balkon anbauen. Und wir nehmen gerne dazu diese Kisten, sogenannte Bäckerkisten oder auch Gemüsekisten genannt. Die haben für kleinere Sachen doch schon eine recht große Anbaufläche. Und wenn euer Balkon zu klein ist, kann man sie auch prima in ein Schwerlastregal stellen. Etwas kleinere davon bekommt man in jedem Baumarkt. Und wenn man nur drei Böden hineinmacht, einen unten, einen in der Mitte und einen oben, bekommt auch alles genug Licht. Ihr könnt den Knoblauch aber auch in ganz normalen Blumenkästen anbauen. Wobei ich da aber noch einige andere Sachen mit dazu pflanzen würde. Zum Beispiel Blumen oder Kräuter. Oder natürlich auch Hängeerdbeeren. Macht man den Knoblauch allein in den Blumenkasten, wäre es Platzverschwendung. Und den hat man ja nun wirklich nicht auf dem Balkon. Und wann ist jetzt die beste Zeit, um Knoblauch zu stecken? So ab Mitte September bis Ende Oktober. Aber natürlich kann man ihn auch im Frühjahr noch stecken. Der Vorteil ist, wenn man ihn jetzt steckt, dass er bis zum Winter schon etwas anwachsen kann und im Frühjahr gleich richtig loslegt. So haben wir im Folgejahr größere Knollen und die auch schon etwas früher. Zu früh solltet ihr ihn nicht stecken, denn auch wenn er winterfest ist, kann es doch zu Frostschäden kommen, wenn er schon zu groß ist. Steckt ihr ihn aber zu spät, kann er bis zum Winter nicht mehr anwachsen. Und mit viel Pech ist er bis zum Frühjahr vergammelt. So, und jetzt noch etwas Wissenswertes über den Knoblauch. Er stammt ursprünglich aus Zentralasien und wurde schon in der Antike genutzt, von den alten Griechen und den Römern. Ja, auch die wussten schon, was schmeckt. Das Hauptanbaugebiet heute ist China. Circa 75% der Weltproduktion wird dort erstellt. Und natürlich auch nach Deutschland geliefert, was ja der nächste Weg ist. Alleine schon dafür lohnt es sich, ihn selber anzubauen. Aber man kann Knoblauch nicht nur zum Kochen verwenden. Auch in der Medizin wird er eingesetzt. Naja, und schmecken tut er ja auch. Aber ich glaube, das brauche ich dir nicht zu sagen, sonst würdest du dieses Video jetzt nicht schauen. Pro Kopf verbrauchen wir im Jahr ca. 300 Gramm Knoblauch, was sich erst einmal gar nicht so viel anhört. Aber wenn man bedenkt, dass viele keinen Knoblauch mögen, essen einige dann doch umso mehr davon. Und der typische Knoblauchgeruch entsteht durch schwefelige Verbindung im Inneren des Knoblauches. Übrigens wurde 1989 der Knoblauch in Deutschland zur Arzneipflanze des Jahres gewählt. Und die Schale des Knoblauchs, die nennt sich Tunica, was wohl von den alten Römern kommt. So, kommen wir wieder zum Knoblauchstecken. Ihr macht einfach kleine Löcher und setzt den Knoblauch hinein. Aber achtet darauf, dass ihr die Knoblauchknolle richtig herum hineinsetzt. Aus der spitzen Seite sprießt später das Grün und aus der flachen Seite entwickeln sich die Wurzeln. Also das Flache nach unten und das Spitze nach oben. Habt ihr alle Knoblauchknollen in die vorgegrabenen Löcher hineingesetzt, dann deckt ihr sie wieder mit Erde ab. Nicht zu tief, aber auch nicht zu flach. Knoblauch hat gerne 2 oder 3 Zentimeter Erde über sich. Habt ihr einen Garten, könnt ihr sie natürlich auch in ein Beet pflanzen. Da bietet sich ein Erdbeerbeet an, denn als Mischkultur harmonieren diese beiden sehr gut. Und ihr braucht nicht extra einen Platz für ihn einzuplanen.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum bei uns im Oktober die Erdbeeren noch blühen, ich verlinke euch das Video zu dieser Sorte mal oben in der Infobox. Und da noch Knoblauch übrig war, haben wir ihn in die Randsteine unseres Hochbeetes gesetzt. Ihr seht, wir haben sie zweireihig gesetzt mit einem leichten Versatz. Denn auf einen gewissen Pflanzabstand sollte man beim Knoblauch auch achten. So circa 8 bis 10 cm. Hat sich bei uns sehr gut bewährt. Ihr solltet Knoblauch nicht immer an einer und derselben Stelle anbauen, sondern diesen Platz 3 bis 4 Jahre Ruhe gönnen. Und da er zu den Lauchgewächsen gehört, gilt das natürlich auch, wenn vorher Zwiebeln oder Lauch dort angebaut wurden. Sonst vermehrt sich die Lauchfliege sehr extrem. Und ihr habt nicht wirklich etwas von eurem Knoblauch. Auf dem Balkon ist das natürlich dann schon wieder einfacher. Da könnt ihr die Erde einfach austauschen. Im Garten ist das fast unmöglich. Auch bei Zwiebeln verfahrt ihr ähnlich. Ihr macht ein kleines Loch und setzt die Steckzwiebel hinein. Aber die Zwiebel dürft ihr nicht so tief setzen wie den Knoblauch. Also alles wieder heraus und neu eingesetzt. Die Zwiebel mag im Gegensatz zu dem Knoblauch keine Erde über den Kopf, also die Spitze oben herausschauen lassen. Und auch Zwiebeln kann man wunderbar auf dem Balkon anbauen. Auch dafür nehmen wir wieder unsere Bäckerkisten. Wir hatten dieses Jahr 3 Kisten Zwiebeln angebaut. Und die haben uns den ganzen Sommer über mit Zwiebeln versorgt. Immer wenn wir welche in der Küche gebraucht haben, haben wir welche herausgemacht. Also immer nur so viel, wie wir gerade brauchten. So, endlich geschafft. Und ich, der innere Schweinehund, habe wieder die Kontrolle übernommen. Ist er nicht süß, wenn er schläft? Aber psst, schön leise, damit er nicht aufwacht. Und jetzt noch ein kleiner Tipp zum Knoblauch. Wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, nie Knoblauch alleine essen. Ihr wisst schon warum. So, und jetzt, wo er so schön schläft, Kanal abonnieren, liken und auf Facebook, WhatsApp und Co. teilen. Macht's gut, bis zum nächsten Video, euer kleiner innerer Schweinehund.